Seit wie vielen Jahren? Wie lange mag das her sein? So an die 10 Jahre. Seit unserem Streit damals. Ach. Darf ich fragen, warum Sie sich zerstritten haben? Eine Freundschaft hält so lange, bis sie zerbricht, Senior Kennedy. Das war eine sehr unangenehme Geschichte. Vielleicht könnten Sie ein bisschen genauer. Er schwieg, begann sich eine seiner Pfeifen zu stopfen und zündete sie an. Fragen Sie mich nicht, junger Mann. Wenn ich Ihnen helfen kann, gern, aber bestimmte Dinge übergehen wir besser. Ja. Was soll das überhaupt, Detektiv in Zacatecas? David ist Anwalt, genau wie ich. Nach unserer Trennung damals hat er den Beruf aufgegeben. Musste ihn aufgeben, um genau zu sein. Kurz darauf hat er das Schild an seinem Büro ausgewechselt und seither steht Detektiv drauf. Gut, Licenciado, nur noch eins. Glauben Sie, dass Camillo Gorolla hintergangen haben könnte? Er zog ein paar Mal bedächtig an seiner Pfeife. Jeder, der mit David zu tun hatte, wäre auf der Stelle bereit, ihn zu hintergehen. Und glauben Sie, dass Camillo es getan hat? Ich weiß es nicht. Aber wenn er es getan hat, dann hat er dafür bezahlt. Kaum hatte ich die Tür meines Hotelzimmers geöffnet, gewahrte ich das unauffällige Durcheinander, das sie hinterlassen hatten. Alles war angefasst und bewegt worden. Die Bettdecke, das Kissen, das Laken. Kleiderschrank und Bad waren ebenfalls durchsucht worden. Das Buch, das ich gerade las, lag aufgeschlagen, der Umschlag zerfleddert auf dem Boden. Dass Polizei und Mafia, wer immer von diesen Herrschaften hier auch tätig gewesen war, Bücher nur ertragen konnten, wenn sie auf dem Boden lagen. Wenigstens hatten sie es nicht verbrannt. Die Angst kroch ganz langsam, Wirbel für Wirbel, den Rücken hinauf und setzte sie im Nacken fest. Hier im Zimmer konnte ich nicht bleiben. Pepe hier. Hast du bekommen, worüber wir gesprochen haben? Noch nicht, aber ich bekomme es. Ich bring's dir dann ins Hotel, ja? Komm doch so gegen 10. Wir essen dann hier zusammen. Ja. Noch was, du kennst doch bestimmt jemanden von der juristischen Fakultät. Erkundige dich mal nach David Gorolla. David Gorolla, Lebenslauf, beruflicher Werdegang und so weiter. Hast du was rausgefunden? Wenn, würde ich dir nicht sagen. Und schon gar nicht am Telefon. Adios.